Neuigkeiten. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast zur neuen Folge Neuigkeiten. In der letzten war das ja ein relativ brisantes Thema, dass ich gesagt hatte, ich habe jetzt gekündigt, bin ich jetzt arbeitslos. Und heute werde ich euch ein paar Hintergrundinformationen geben, warum ich denn die Pappe abgegeben habe. Aber als erstes muss ich mich bei jemandem wirklich recht herzlich bedanken. Und zwar geht ein Riesendank an den Dirk raus, denn der hat mir von meiner Amazon-Wunschliste mir diesen Ratschensatz... Wir sagen im Saarland immer Retschkaste. Im Hochdeutschen heißt das... Wie heißt das im Hochdeutschen? Steckschlüsselsatz. Dirk, vielen lieben Dank für den Retschsatz. Retschkist. Rudel mit Saarländisch und Deutsch. Ich glaube, mein Vater wird dir auf jeden Fall auch danken, denn normalerweise war das hier wirklich das Werkzeug, was ich immer von meinem Vater geholt habe, weil ich keine Retsch in meiner Werkstatt hatte. Und vielen lieben Dank, Dirk. Dank dir habe ich jetzt endlich eine. Ich werde es mit in meinen Bus holen und wohin es gleich geht, werde ich euch auch noch sagen. Da wird das Ding sicher praktisch sein, aber hoffentlich werde ich es nicht benutzen müssen, dass ich irgendwas am Bus flicken muss. Aber als erstes möchte ich euch auch wirklich recht herzlich danken für die vielen, vielen Kommentare. Es war wirklich so aufheiternd, so viele Kommentare, dass ich es durchziehen soll und. Vielen lieben Dank dafür und der Dank geht an jeden, der einen Kommentar geschrieben hat. Diese Woche habe ich super viel gemacht. Gut, das kann man auch schon wahrscheinlich ein bisschen an meiner Werkstatt erkennen. Ist nicht mehr ganz so aufgeräumt. Aber in dieser Woche habe ich super viel Material vorproduziert. Da waren auch so ein paar Wunschthemen dabei, die von ein paar von euch gekommen sind. Denn ich werde am Sonntag mit der lieben Julia in Urlaub fahren. Ich freue mich richtig auf den Urlaub. Wir werden mit dem Bus Richtung Portugal fahren. Wir wissen noch nicht, ob wir über Bordeaux fahren, über Frankreich oder über Montpellier. Machen wir spontan. Wir fahren jetzt am Sonntag. Das heißt, wenn du das Video siehst, sind wir schon zweieinhalb Tage unterwegs. Machen wir relativ spontan. Wir schauen mal, wie weit wir runterkommen. Ihr könnt mir ja mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr schon mal in Portugal wart und was euch dort am besten gefallen hat. Und ich war ja vor ein paar Wochen schon mal mit der Julia in Paris. Da haben wir dann auf einem Campingplatz gestanden und wir hatten nicht mehr so viel Wasser dabei. Und da hat uns halt so ein Schlauch gefehlt und aus dem Grund habe ich mir jetzt mal hier so ein Set gekauft. Ich weiß nicht, ob ich es mir wiederholen würde, aber da sind halt schon relativ viele Anschlüsse dabei, damit ihr auch am Campingplatz das Ding anklemmen könnt und halt einfach Wasser zapfen könnt. Vorher haben wir uns einfach immer 5 Liter Gallonen gekauft und haben dann den Wassertank so aufgefüllt. Hat auch sehr gut funktioniert. Dann vielleicht noch so ein Gadget. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es schon gezeigt habe. Aber super praktisch, wenn ihr zum Beispiel ans Meer gehen möchtet schwimmen gehen, dann könnt ihr nämlich dort euren Schlüssel reinmachen, könnt hier das Teil öffnen. Das Teil hier hat mir sogar noch der David geschickt. Vielen lieben Dank, David. Dieses Mal, also jetzt diese Woche wird es das erste Mal benutzt, da könnt ihr euren Schlüssel reinpacken und niemand kann euren Auto klauen. Niemand kann euer Auto klauen. Danke, David. Dann war ich vor ein paar Wochen relativ baff. Als ich in meine Werkstatt gekommen bin und hier von Elise erschienen ist. Da habe ich euch auf Instagram gefragt, warum das so ist und ich habe unglaublich viel Feedback bekommen. Das liegt daran, dass man hier diese Ladegeräte umstellen kann. Das macht man relativ easy. Jetzt aber jetzt, ne? Ich glaube, den werde ich mal drin lassen. Auf jeden Fall habt ihr mir geschrieben, dass das geht. Danke für die Aufklärung. Das Einzige, was mich wundert, ist, dass das irgendwie erst nach 1,5 Jahren passiert. Ich glaube, sowas muss normalerweise immer erstmal runterfallen, bis dann irgendwie sowas passiert. Danke für die ganze Information von euch. Probiert es mal zu Hause aus, dann könnt ihr euch auch so einen nervigen Klingelton, wenn der Akku voll ist, einstellen. Dann kam letzte Woche der zweite Teil von meinem persönlichen Meisterstück raus. Da habe ich ein richtig geiles Regal gebaut. Erstmal eine Frage hier an euch. Möchtet ihr davon Pläne? Denn ich habe das Ding so noch nicht auf YouTube gesehen. War auch relativ kompliziert, sich die ganzen Maße rauszufuchsen. Deshalb die Frage an euch. Möchtet ihr das nachbauen? Die Pläne wird es dann für ein paar Euro zu kaufen geben. Nehmt mal hier bitte an der Umfrage dran teil, ob du darauf Lust hättest. Es gab ein paar Fragen, aber bevor ich euch die Fragen beantworten werde oder darauf eingehen werde, werde ich euch mal zeigen, wo es jetzt in meinem Zimmer stehen wird. Oder wo es in meinem Zimmer steht. Hier seht ihr jetzt mein Möbelstück. Hier steht es in meinem guten Zimmer, direkt unter meiner wunderbaren Gitarre. Es hat sich nichts verzogen. Manche haben geschrieben, dass das ein bisschen chaotisch wäre, ein bisschen unruhig mit den ganzen Holzvarianten. Finde ich nicht. Es ist alles ein relativ dunkles Holz, bis halt hier oben die Rubine. Aber ansonsten passt das echt schön zusammen. Die Auszüge laufen auch wunderbar. Das ist echt optimal.
Und hier steht's jetzt in meinem Zimmer. Bei diesem Projekt habe ich dann vom Dollo B einen Tipp bekommen. Wenn du Bretter verleimst, trage einfach nur eine Leimspur auf die Kante. Das ist viel schneller als mit dem Pinsel und der Leim hat weniger Angriffsfläche, um abzuhärten. Der Leim verteilt sich ja durch den Druck von selbst. Da gab es eine kleine Debatte. Alles ganz friedlich, fand ich richtig cool. Danke für die Leute, die darauf geantwortet haben. Manche haben gemeint, ist nicht so gut, weil man soll ja Holzleim großflächig verstreichen. Andere meinen wiederum, okay, wenn du den nicht verstreichst, wird er ja vom Druck dann verteilt. Ich kann nur von mir sagen, ich verstreiche den immer, weil ich mittlerweile auch immer ganz oft, ganz gerne hier diesen Leimboy benutze. Damit könnt ihr halt Leim auftragen und ihn direkt verteilen. Und ich finde, wenn ihr den verteilt, dann habt ihr einen gleichmäßigeren Austritt und das ist dann nicht so unkontrolliert. Aber schreibt gerne mal in die Kommentare, wie du das machst, ob du den Leim nicht verteilst. Denn unten drunter hat mich noch jemand geschrieben, wäre sicher mal ein Thema für ein Video, das zu vergleichen. Ich finde, für ein eigenes Video wäre es ein bisschen zu wenig, aber um unten ein bisschen in den Kommentaren das Ding voll zu bomben, wäre das ideal. Schreib mir gerne mal deine Meinung unten rein. Dann habe ich noch eine Nachricht bekommen. Sorry, bei allem Design sollte ein Schrank mit Schubladen nicht möglich dicht sein, dass nicht alles drin verstaubt oder kommt da noch was für die Zwischenstellen oder werden da Bleiakkus geladen, also dass die Belüftung der Schubladen so vorgesehen ist. Nein, das Möbelstück ist so fertig. Ich habe mir das komplett so gestalten, weil ich das Design cool fand, weil man dann das Schubladensystem sieht, weil man auch so gewissermaßen das Ding nicht vollhauen darf, damit es auch immer noch schön aussieht. Das ist, um mich selbst ein bisschen besser zu regulieren. Da soll nichts mehr drankommen, aber klar, es ist berechtigt, das Ding kann verstauben, ist aber jetzt in meinen Augen nicht so ein großes Problem. Jemand hat noch als Kommentar drunter geschrieben, müssen Autos nicht besonders spritsparsam und effizient sein? Ist vielleicht auch ein gutes Beispiel, die meisten Autos sind sie eben nicht. Aber schreib mir auch gerne mal deine Meinung in die Kommentare, ob Möbelstück unbedingt funktionell sein muss. Meiner Meinung nach nicht. Ich stehe so ein bisschen auf dieses Designer-Ding und deswegen habe ich das Ganze auch so gelassen. Warte, ich zoome euch mal ein bisschen ran, damit ihr es besser sehen könnt. Der liebe Ben B. hat geschrieben, bin gerade ein wenig verwirrt, hast du nicht letztens das Holzrestelager aufgeräumt? Jetzt steht da wieder alles, wieder das alte oder verwechsel ich da was? Ich habe die Dinger total klein fotografiert, deswegen lese ich ein bisschen Banane. Du siehst vollkommen richtig, da hinten habe ich ein neues Holzlager hingebaut. Könnt ihr das sehen? Ja, das könnt ihr sehen. Und bei dem zweiten Teil von diesem Meisterstück, persönliches Meisterstück, war das noch nicht da. Das liegt einfach daran, dass ich das hier dazwischen geschoben habe, auch weil ich mich mit meinem lieben Videocutter, dem Marius, immer so ein bisschen abspreche, wie es bei ihm zeitlich aussieht. Und bei mir, da habe ich dieses Projekt noch dazwischen gehauen und da hat es für ihn auch besser gepasst. Deswegen habt ihr davor noch hier eine kleine Umräumauktion gesehen. Manchmal passiert das, dann wird die chronologische Reihenfolge missachtet. Jetzt kommen wir zu dem Thema, das ich im letzten Video schon angesprochen habe. Ich habe ja meinen Job gekündigt. Ganz kurz, was habe ich vor YouTube gemacht oder während YouTube? Ich habe eine Ausbildung zum Industriemechaniker gemacht, die habe ich auch abgeschlossen. Das Ganze habe ich bei der ZF in Saarbrücken gemacht, Zahnräder Friedrichshafen. Die stellen Automatikgetriebe her, ich glaube DSG-Getriebe, so genau weiß ich es aber auch nicht, weil wir nie eine Produktschulung bekommen haben. Da habe ich eine Ausbildung gemacht, wie gesagt in 2,5 Jahren, normal dauert die 3,5 Jahre, habe ich ein Jahr verkürzt, machen eigentlich so ziemlich alle dort hinten. Es ist auch nicht so wirklich schwierig, falls ihr euch dafür interessiert. Und zu Beginn habe ich die Ausbildung dort angefangen, weil ich ein BA-Studium, ein berufsbegleitendes Studium machen wollte. Und das hat sich dann während der Ausbildung so ausgemerzt. Da hatte ich dann nicht mehr wirklich Lust drauf. Warum, werde ich euch nicht sagen. Ich kann euch nur so weit sagen, dass viele, viele das auch machen wollten und es jetzt nicht mehr machen wollen. Dem zu ergänzen, damit man es vielleicht noch ein bisschen besser versteht. Wir wollten da niemanden die Nase lang machen, aber es war irgendwann anscheinend dann nicht mehr so geil, wie man dann aus der Sache raushören kann. Denn ich bin mich auch nicht der Einzige, der gekündigt hat. Es waren noch ein paar andere, relativ viele sogar, auch relativ schnell. Das war auch noch echt amüsant. Und wie gesagt, ich will euch nicht sagen, warum ich kein BA-Studium machen will oder aus welchen gewissen genauen Gründen ich die Pappe abgegeben habe. Aber ich kann euch nur so viel sagen, ich bin aus freien Zügen gegangen und nicht, weil ich irgendeine Scheiße gebaut habe. Da bin ich mich auch nicht der Typ für. Erstmal, sorry für alle die bei der ZF arbeiten und sich jetzt angegriffen fühlen. Das ist nicht mein Wille, das will ich nicht. Ich habe immer noch ein paar Kollegen dort arbeiten, die es dort auch cool finden.
Es ist ja auch alles entspannt. Ich habe nicht gesagt, dass es grundsätzlich scheiße ist. Ich fand es in meiner Situation kacke. Und ja, grundsätzlich will ich nicht sagen, ich will es nicht pauschalisieren, dass das alles kacke ist. Das möchte ich so ausdrücken. Grundsätzlich finde ich es auch mal schwierig. Ich bin da drin nicht so gut, mich zu solchen wirklich heiklen Themen richtig, richtig gut auszudrücken, weil ich es nicht oft mache. Ich bin da eher dann derjenige, der ein bisschen ruhiger ist, der dann nichts sagt. Und gerade so vor der laufenden Kamera, das hier sehen bestimmt auch ein paar tausend Leute. Ich will nicht den Eindruck erwecken, dass das, wie gesagt, grundsätzlich kacke ist. Bildet euch eure eigene Meinung. Es gibt ja nicht umsonst genügend Leute, die dort arbeiten. Jetzt könnte man zum Beispiel sagen, Philipp, okay, du hast dich ja grundsätzlich dort beworben für ein BA-Studium. Du willst studieren gehen, arbeitsbegleitend, hört sich alles in der Theorie cool an. Ist es auch eigentlich ganz gut. Wie gesagt, das BA-Studium wollte ich ja dann irgendwann nicht mehr machen. Warum bin ich dann nicht normal studieren gegangen, wie zum Beispiel Marius Hornberger, der hat ja auch relativ viel YouTube gemacht und ist dann jetzt am Maschinenbaustudium dran und bald sogar auch fertig, habe ich ja mal mit geschrieben. Ich wollte keinen Maschinenbau studieren, weil ich mich dann eigentlich so ein bisschen in der Zukunft wieder in demselben Betrieb gesehen habe, deswegen ist das für mich erstmal flach gefallen. Lange Zeit wollte ich auch Lehramt studieren, weil ich relativ gut erklären kann und auch relativ ruhig bleibe. Wirklich. Aber mir ist dann irgendwann mal aufgefallen, so alle Dinge, die ich auswähle, zu studieren, zu arbeiten, ich suche es immer an dem Punkt aus, wo ich dann wirklich möglichst viel Freizeit habe, damit ich dann das machen kann, wo ich wirklich Lust drauf habe. Und derzeit mache ich genau das, den ganzen Tag, wo ich wirklich Bock drauf habe und wo ich dann auch happy bin. Also das hier mache ich echt gerne. Klar gibt es Tage, da geht es mir echt ein bisschen auf die Eier. Gibt es bald ein Projekt sogar dazu, es ist mir echt auf die Eier gegangen. Aber das hier macht mich happy. Das hier macht mich wirklich glücklich. Jetzt aber zu ein paar Fragen, die in der letzten Folge Neuigkeiten genau dazu kommen. Vom Andy D. kommt zum Beispiel eine Frage, als welchen Beruf bist du offiziell gemeldet? YouTuber, gibt es das? Ich kann es dir ehrlich gesagt nicht so genau sagen, wenn man das jetzt neu macht, denn ich habe ja vor 4 Jahren mittlerweile oder vor 3 Jahren mein Gewerbe eröffnet. Da beschreibt ihr einfach, was ihr tut und sagt nicht, ich bin jetzt Schreiner. Glaubt, dass man das auch so machen kann, aber weil ich nichts Spezielles mache, beschreibt ihr einfach eure Tätigkeit. Zum Beispiel arbeiten mit Holz, Videos produzieren und so Sachen. Wenn ihr ein Kleingewerbe anmelden möchtet, beschreibt hier eure Tätigkeit. Ihr sagt dann nicht, ich bin jetzt YouTuber. Aber wenn ich gefragt werde, was ich mache, sage ich öfters Videoproduzent, weil dann die meisten damit eher was anfangen können. Oder auch allein so Sachen, wenn ihr euch zum Beispiel irgendwo anmeldet, Beruf, YouTuber ist ein bisschen blöd. Sage ich jetzt so, ist nicht blöd, natürlich nicht, aber Videoproduzent ist verständlicher. Dieter Schmitz, wenn man von ca. 42.000 Abos leben kann, was mag dann der Truppe verdienen? Da hat die Familie war auch noch drauf geantwortet. Er sagt auch immer, dass er kein Geld habe. So, was soll ich dazu sagen? Eigentlich relativ simpel. Je nachdem, wie viele Abonnenten ihr habt, im Vergleich zu anderen, was die tun, was sie haben, was sie für Werkstatt haben, muss, das heißt gar nicht, wie viel man verdient. Absolut nicht. Im Prinzip ist es auch eigentlich egal, ob ihr einen Abonnenten habt, wobei ich ja lieber Zuschauer sage, das ist dann einer, der euch abonniert hat, damit er euch als Zuschauer fest zuschauen kann, oder ob er 2 Millionen hat. Schaut mal auf YouTube, das sind so viele Kanäle, die haben eine halbe Million Abonnenten und haben nur noch 50.000 Klicks auf ihre Videos. Die Abonnentenzahl ist nicht das wirklich Entscheidende. Außerdem finde ich es ein bisschen komisch zu sagen, denn er sagt doch immer, er habe kein Geld auf den Truppe bezogen, denn er hat auch angefangen, als er keine Abonnenten hatte. Deswegen finde ich das eher ein Ding, wo man erst so ein bisschen Chapeau machen muss, ein bisschen Hut ziehen muss. Denn das muss man erstmal machen. Ich habe so einen Grundstamm, ich mache das hier schon seit super langer Zeit. Und ja, kann man von 42.000 Abonnenten leben? Irgendwie geht alles, kommt drauf an. Man muss sich halt anpassen, man kann alles, wenn man es möchte. Man muss dazu sagen, ich wohne daheim. Die Werkstatt ist nicht gemietet, ist bei uns im Garten, deswegen muss ich dafür keine Miete bezahlen. Aber man muss sich halt einfach anpassen. Dann haben wir eine Frage vom lieben Julian Erbse bekommen. Hallo, ich wollte mal fragen, ob du dir als Projekt oder so vorstellen könntest, einen Lautsprecher oder sogar ein komplettes PA-System von namhaften Herstellern, wie zum Beispiel Akustik, wer sind das alles, teurem Werkzeug und etwas längere Gedanken. Also, der Julian Erbse fragt, ob ich mir vorstellen könnte, ein geiles PA-System zu bauen. Muss ich ehrlich sein, habe ich nicht so Bock drauf. Ich habe nicht so die Lust drauf, weil ich halt oben meine Teufelboxen habe am PC und mehr auch eigentlich nicht brauche. Was ich mir aber durchaus vorstellen könnte, wäre vielleicht so ein cooles PA-System zu bauen,
keine Ahnung, nennt man das PA-System, was man mitholen kann. Das bedeutet mit einer Autobatterie und einem Autoradio und sowas vielleicht. Sowas kann ich mir mal vorstellen. Das ist auch noch cool für die Festivalgänger oder einfach für die Leute, die sich keine Bluetooth-Box kaufen wollen, sondern sie mitholen wollen. Eine tragbare, das könnte ich mir durchaus als Projekt irgendwann mal vorstellen. So, dann war ja letzte Woche war das Stock Race Video. Ihr habt mein Video gesehen und ich fand's mega, mega spitze. Mir hat's richtig viel Spaß gemacht, es mir anzuschauen. Und ich denke, ihr konntet auch einen guten Einblick bekommen, wie das Event war, wer da alles dort war, wie so die Stimmung war. Die war grandios. Und eine Frage habe ich ein paar Mal bekommen, weil ich in dem Video nicht so viel gesagt habe. Und zwar gibt es in dem Video eine Szene, bei der ich losfahren möchte. Da sagt der Trümmer noch so: Ja, Philipp, scher mal wieder mit den Hufen. Hallo Mutter. Hi. Da habe ich das gemacht und dann mein Herz so ein klirrendes Geräusch. Ich habe gedacht, es wäre klar, was dort passiert. Aber ich werde es euch einmal mal zeigen. Hier seht ihr ja meine Antriebseinheit und meine Lenkeinheit. Das Holzrad hat sehr gut gehalten. Auch der Motor. Gut, mit dem hatte ich irgendwann ein paar Probleme, weil mir manchmal die Kette abgesprungen ist. Und durch das Aufziehen hat sie sich dann gelenkt und dann war hier oben die Spannung nicht mehr groß genug. Aber da haben mir glücklicherweise richtig viele Zuschauer richtig gut geholfen. Ein Riesendank geht nochmal an euch. Ich glaube, ohne euch hätte ich das nicht hinbekommen. Also es war so genial. Wir haben zu dritt an diesem Motor festgehalten, alle schnell aufgebohrt. Weil das musste ja auch schnell gehen, weil das Rennen ja weitergehen sollte. Und ich wollte ja auch nicht das Ganze aufhalten. Und deswegen vielen lieben Dank für die richtig geile Unterstützung. Auf jeden Fall seht ihr hier das Ritzel. Das ist kaputt. Denkt man, nicht ganz. Aber ich habe das Ganze habe ich ja mit Wirtschrauben hier in das Holz reingeschraubt, mit relativ dicken. Und ich hätte nicht gedacht, dass die Scherkräfte, dass die so groß sind, dass die Schrauben abreißen. Die ersten Schrauben sind abgerissen. Dann ist das Ritzel das erste Mal ab. Dann habe ich es nochmal fest, neu festgeschraubt und die sind dann auch wieder abgerissen. Und dann haben wir es irgendwann komplett auseinandergenommen, das Ritzel, und dann haben das mit so vielen Schrauben festgebombt, weil wir halt auch nichts Aufwendigeres in der kurzen Zeit machen konnten. Aber ansonsten hat alles super gut funktioniert. Viele sind mitgefahren. Ich glaube, viele hatten auch echt Spaß damit rumzugurken. Und schreib mir jetzt gerne mal deine Idee in die Kommentare, was ich mit dem Ding machen könnte. Ich habe mir überlegt, dass ich mal Finn Kliman bzw. das Klimansland einschreiben werde, ob ich damit ins Karrenquartett komme. Eine verrückte Karre ist es ja alle Male. Ich schreibe denen aber mal eine Mail und dann bekommt ihr bald eine Info, was die dazu sagen, ob das Ding es wert wäre, in so eine Folge reinzukommen. Dann seht ihr noch so einen Ecken, auch ganz gerne der Ecken des Grauens. Das hier ist mein Drechselplatz und ich hatte schon immer so ein bisschen Kuddelmuddel in meinem Drechselecken und ich glaube, ich werde mir hier ein richtig geiles, multifunktionelles Regal hinbauen, in das ich dann mein ganzes Drechselzeug mal reinpacken kann, dass ich das auch ein bisschen organisieren kann. Schreibt mir gerne mal, wie du dein Drechselwerkzeug aufbewahrst. Derzeit habe ich nämlich hier einfach ein Rack, sagt man ja im Englischen ganz gerne. Einfach ein Brett mit ganz vielen Löchern, wo die Eisen dann drin stecken. Aber hier, die sind zu lange und es sind zu viele. Die liegen dann einfach hier oben drauf. Das soll ja auch nicht Sinn der Sache sein. Ich denke, da werde ich da mal ein bisschen ausmisten, aussortieren und auch ein cooles System vielleicht entwickeln, dass das auch schön mal dort hängen kann. Also das ist vielleicht bald auch ein baldiges Projekt, damit ich hier einfach ein bisschen Ordnung reinbekomme und ihr könnt mir vielleicht auch ein bisschen Hilfestellung geben. So, sorry Leute, manchmal vergesse ich so ein paar Kleinigkeiten, weil ich nicht oft Neuigkeiten drehe. Das ist ja eigentlich ein cooles Format. Und wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, dann könnt ihr die gerne hier einwenden, weil ich will das halt mit euch zusammengestalten. Ich möchte es mit euch zusammen cool hinbekommen. Und ich habe nämlich eben, das ist eine Kleinigkeit, vergessen zu sagen, wenn du eine Frage hast, schreib die gerne mit Hashtag Konterholz, Konterfrage in die Kommentare. Dann kann ich sie halt einfach besser finden. Ich habe euch letzte Woche gefragt, wo ihr eure Schraubzwingen herbekommt. Ob ihr lieber neue oder lieber alte Schraubzwingen benutzt. Und das hier waren eure Antworten. Danke, dass du bis jetzt am Video dran geblieben bist. Ich wünsche dir einen ganz, ganz tollen Tag. Alles Gute und bis zum nächsten Video wünsche ich dir einen schönen. Und bis zum nächsten Video wünsche ich dir einen schönen Tag. Tschüss.